Wir machen uns gerne über die RPGs von Bethesda lustig. Sie kommen jedes Mal unglaublich verbuggt auf den Markt, bieten mehr Breite als Tiefe und verlassen sich zu sehr auf Mods, um ihre Schwachstellen auszubügeln, anstatt sie selbst zu adressieren. Dabei glaube ich, dass wir diese Art von Spiel oft unterschätzen. Es gibt nur eine Handvoll von First-Person-RPGs, die auf eine ähnliche Erfahrung abzielen und nicht direkt die Engine von Bethesda benutzen. Persönlich mag ich First-Person-RPGs sehr gerne und ich bin immer interessiert, wenn ich eins sehe. Von Vampire the Masquerade Bloodlines über Deus Ex Mankind Divided bis hin zu Stalker. Die Perspektive alleine lädt schon dazu ein, sich tief in die Welt des Spiels hineinzuversetzen. Alles coole RPGs, aber keines kommt an das Freiheitsgefühl heran, das Bethesda-RPGs erzeugen. Nicht nur wir der schieren Größe der Welt, auch in den systemischen Ansätzen, wie NPCs miteinander interagieren, das Crafting und Verzaubern von Gegenständen oder das Kreieren neuer Zauber. Auch die Physik-Engine, welche seit Oblivion ein fester Bestandteil der Spiele wurde und zwar auch für krasse Exploits benutzt werden kann, trägt sehr viel zur Glaubwürdigkeit der Welt bei, wenn Gegenstände schrägen runterpurzeln oder Fallen in Dungeons nicht immer statisch gleich sind, sondern von der Physik-Engine berechnet werden. Gleichzeitig haben sie auch offensichtliche Limitationen, die Fallout 4, das aktuellste Bethesda-RPG, der neueste Re-Release von Skyrim mal ausgeschlossen, immer noch nicht überkommen hat und Starfield nächstes Jahr vielleicht adressieren wird. Mir fällt gerade auf, dass ich Fallout 76 vergessen habe. Ich spiele hauptsächlich Singleplayer-Spiele, I'm sorry. Ich glaube, das trifft aber genauso auf das zu. Darunter, dass Innen- und Außenräume ganz verschiedene Räume darstellen. Auch Außenareale mit großer Inhaltsdichte wie Städte werden vom Rest der Welt abgegrenzt. Man kann also nicht in Häuser reingucken oder von außen eine Granate durch ein Loch im Dach werfen oder so. Interaktionen mit der Welt und anderen Personen, die über Gespräche, Handel und Kämpfen hinausgehen, gibt es auch nicht wirklich. Alles darüber hinaus muss speziell geskriptet werden. Du willst Patienten in einem Krankenhaus heilen? Gut, dass die Entwickler diesen speziellen Patienten ein einzigartiges Skript zugewiesen haben, das dir das ermöglicht. Und natürlich könnte man den Nahkampf wesentlich spannender gestalten. Schläge fühlen sich nicht so an, als würden sie hart treffen, und nur mit Nahkampfwaffen zu kämpfen erfordert auch keine interessanten Strategien. Daher ist es für mich immer spannend zu sehen, wenn andere Entwickler versuchen, die Eigenschaften eines Bethesda-RPGs selbst zu implementieren. Entweder weil sie einfach ein Spiel dieser Art machen wollen oder weil sie dessen Vorteile mit eigenen Ideen kombinieren möchten. Total Conversion Mods wie Enderal und Fallout New California sind zwar auch eine coole Möglichkeit dazu, die ich mit ganzem Herzen begrüße, aber können auch nur im nicht kommerziellen Bereich existieren. Also verständlich, dass sie vergleichsweise selten zu Ende entwickelt werden. Somit will ich die drei größten kommerziellen Spiele dieser Art etwas beleuchten, um zu sehen, inwiefern diese Art von RPG von anderen Studios umgesetzt werden kann und vielleicht auch, warum es nicht mehr davon gibt. The Outer Worlds von Obsidian vermarktet sich als spiritueller Nachfolger von Fallout New Vegas vom selben Entwicklungsstudio und baut so viele Mechaniken von Fallout in der Unreal Engine 4 nach. Zwar war es vergleichsweise wenig von Bugs befallen, aber es ist auch eine weit eingeschränktere Basis. Die Gebiete sind im Vergleich zu den Open Worlds der Creation Engine nicht annähernd so groß. Es gibt keine physikbasierten Elemente wie Fallen oder das Bewegen von Items oder Leichen. Auch folgen NPCs keinen Tageszyklen von alleine, sondern stehen immer an der gleichen Stelle rum, bis ein Quest-Trigger das vielleicht ändert. Immersion kam, wenn dann, durch Dialoge und Beschreibungen der in sich so logischen Welt rüber. Auch ist es zwar hübsch, aber irgendwie auch zu klein und statisch. Ich mag die Outer Worlds sehr. Es fehlte aber an dem verspielten Gameplay und der verwinkelten Welt. Es hat sich dafür sehr glatt angefühlt und ich hatte selbst bei Release keine nennenswerten Bugs, was ja auch was wert ist. Als ich hingegen danach zu New Vegas zurückging, fühlte sich dieses, obwohl es fast 10 Jahre älter ist, freier und gehaltvoller an. Dementsprechend bin ich sehr auf den Nachfolger, die Outer Worlds 2, gespannt, obwohl wir noch kein Gameplay gesehen haben.
Aber nachdem ich den ersten Teil beendet habe, war ich bereits sehr neugierig darauf, denn wenn die Outer Worlds eines ist, dann eine extrem solide Basis, um ein noch besseres Spiel daraus zu machen. Meine Daumen sind gedrückt. Kingdom Come Deliverance versucht alles an einem Bethesda-Spiel in der CryEngine 3 nachzustellen und ist dabei sehr erfolgreich, musste dafür aber auch den ultimativen Preis der schlimmsten Bugs und oft untragbaren Performance bezahlen. Es erweitert das Design hingegen so weit, dass alle Innenräume einfach in der Welt existieren und nicht als eigene Zellen, die hinter einem Ladebildschirm liegen. Auch proportioniert es die Open World so, dass lange Reisen sich auch so anfühlen. NPCs sprechen miteinander, reagieren auf dich, Physik wird zwar nicht oft im Gameplay benutzt, aber ist zumindest vorhanden. Auch bietet es einige systemische Optionen wie das Vergiften eines Kochtopfs, aus dem Leute dann essen, oder ein Schleifen-Minispiel, mit dem man Waffen verbessern kann. Die Tagesabläufe der NPCs, die grafische Gestaltung und wie die Leute miteinander und zu dir reden, erzeugt eine schön dichte Atmosphäre, die ich gerne aus der Ego-Perspektive erkunde. Das alles meine ich so, auch wenn ich inhaltlich einige Probleme mit dem Spiel habe. So zeigt es ein romantisiertes Bild eines weißen Ethnostaates, in dem alle mit den Hierarchien zufrieden sind, die durch ausländische Einfallende kaputt gemacht werden, jüdische Personen auslässt, aber antisemitische Mythen wiedergibt und nur die Bösewichte der Geschichte als die einzigen Nicht-Hetero-Figuren darstellt. Dafür gibt es das Bethesda-RPG kompetent wieder und legt noch ein bisschen drauf. Mit Cyberpunk 2077 sehen wir genauso wie eben auch Entwickler den Aufwand eines immersiven First-Person-RPGs unterschätzen. Cyberpunks Night City ist zwar schön groß und besitzt die nahtlosen Innenräume ebenfalls, sowie ein fantastisches Dialog-Animationssystem, das The Witcher 3 in ähnlicher Form auch schon hatte, fühlt sich für mich aber nach ein paar Stunden trotzdem lebloser als Skyrim oder Enderal an. Wohl auch, weil ich mir in einer Cyberpunk-Zukunft mehr Interaktionsmöglichkeiten erhoffe, statt weniger. So viele Menschen auf den Straßen und in den Läden, aber länger sprechen kann man nur mit Questgebern. Weit entfernt von dem 20 Jahre zuvor veröffentlichten Gothic, in dem man mit wirklich jeder Figur sprechen konnte, fragen, was gerade los ist und vielleicht auch nach dem Weg fragen kann. Soweit hätte Cyberpunk nicht gehen müssen, aber zumindest bestimmte Key-Locations mit solchen normalen Personen zu besetzen, mit denen man einfach einen Einblick in die Welt bekommen kann, wäre schön gewesen. Das hat Skyrim zum Beispiel noch hinbekommen. Es hatte zwar auffällig wenig Bewohner in seinen Städten, dafür erzählten einem die meisten ein bisschen über aktuelle Geschehnisse. Auch verspricht das futuristische Setting in der Kapitalismus-Dystopie auch coole Luxuszeitvertreibe wie die Brain Dances. Dass man überall in Night City mit Werbung für dieses Zeug zugeballert wird, das man selbst aber nicht kaufen oder erleben kann, ist dann nochmal bitter. Neben Kingdom Come ist es das nächste großartige Beispiel dafür, wie schwierig diese Art von Spiel zu entwickeln sein muss. Nicht nur gilt es, eine Masse an Inhalten zu erstellen, sondern sie auch nahtlos in eine riesige, zusammenhängende Welt zu setzen, ohne dass SpielerInnen ein Problem damit haben werden, diese Inhalte zu finden und zu genießen. Die Game Designer wollten sicher überall solches cooles Zeug einbauen, aber die technische Komplexität dieser Spiele erschwert deren Umsetzung exponentiell mit der Größe der zusammenhängenden Spiele. Welt. Daher auch die vielen Bugs. Wenn sie mehr versucht hätten, wären sie garantiert noch schlimmer geworden. Die andere Seite der Medaille ist die Überschätzung von Bethesda-ähnlichen RPGs. Das passiert in der Regel auf unserer Seite der SpielerInnen. Nochmal besonders, wenn das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Sieht man eine große, offene Spielwelt, ist es schwer, sich nicht vorzustellen, dass man jedes Haus und jeden Winkel erkunden möchte. Dass die Entwickler vielleicht nicht doch hier eine besondere Aktivität oder dort ein cooles Geheimnis versteckt haben. Und wer weiß schon, wie das Endgame aussehen wird, wenn man gottähnliche Kräfte hat. Die First-Person-Perspektive verspricht dabei implizit, dass man im Spiel vieles machen kann, das man aus der Realität erwarten würde. Ein Hotdog-Stand? Vielleicht kann ich dort Hotdogs kaufen. Wer schon einige Bethesda-Spiele gespielt hat, weiß zwar, wie limitiert sie wirklich sind und, wenn sie überhaupt möglich sind, vieles der Interaktion über einfache Menüs oder sogar eine bloße "Drücke A, um das zu machen. Du hast es gemacht. Du fühlst dich gut." Meldungen funktionieren. Aber eben besonders, wenn ein Spiel noch nicht erschienen ist, bleibt dennoch dieser Eindruck von, vielleicht gibt es diesmal mehr.
Aus Marketing-Sicht spricht also einiges dafür, auf diese Art Spiel zu setzen, auch wenn Enttäuschung fast vorprogrammiert ist. Tatsächlich empfand ich, dass die Spiele, die der Erfüllung dieser Versprechen von »Es gibt hier so vieles zu entdecken und tun« am nächsten kamen, Rockstar-Titel wie Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 waren. Die Creation Engine und damit das Bethesda-RPG sind aber nicht nutzlos. Wie Josh Sawyer, der Director von Fallout New Vegas, in einem Blogpost meinte, sei es die einfachste Engine gewesen, mit der er je gearbeitet hat. Schnell viele Inhalte zu erstellen, die komplex miteinander vernetzt sind und SpielerInnen trotzdem viele Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu geben, ist auch keine leichte Aufgabe. Fallout New Vegas schafft das jedoch besser als alle Klone von Bethesda-Spielen bisher, weil eine Engine zu bauen oder für diese Art Spiel umzubiegen und diese Menge an komplexen Inhalten zu bauen eine monströse Aufgabe ist. Cyberpunk hat es vermutlich sogar versucht und musste sich dann stark zurücknehmen, weil es sogar für eine Firma wie CD Projekt Red nicht funktioniert hat. Hingegen Enderal als Mod für Skyrim erkannte die Vorteile, ihr komplett originelles RPG mit der altbekannten Creation Engine umzusetzen. Die Engine alleine ist eben nicht entscheidend. Sie bietet nur die Plattform, auf der die Inhalte des Spiels ausgespielt werden. Und wenn man sich auf diese Inhalte konzentrieren kann, ist das ein entscheidender Vorteil für die Entwicklung sowie schlussendlich das Spiel. Deswegen sehen wir vermutlich nicht so viele Titel, die mindestens die gleichen Features bieten wie ein Skyrim oder Fallout 4. Es einfach nur zu versuchen, ist ein nicht zu unterschätzendes Unterfangen und gute Rollenspiele brauchen nicht unbedingt alles davon. Die Deus Ex-Spiele, besonders Human Revolution und Mankind Divided, sind ein Beispiel für ein ähnliches Design, das sich aber bewusst abgrenzt, nicht alles gleich macht, dafür aber in anderen Bereichen mehr Möglichkeiten bietet. Das sind zumindest die Spiele, die mir zu dem Thema Bethesda-RPG-artige Rollenspiele einfallen. Wenn ihr noch welche wisst, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und Gedanken wie diese hier habe ich öfter über Game Design, Spielekultur und wie wir über Spiele reden. Jede Woche gibt es ein neues Video wie dieses hier, also abonniert gerne, um sie mitzubekommen. Liked das Video, wenn ihr mehr in diese Richtung sehen wollt, lasst mich wissen, ob euch dieser Gedankenanstoß gefallen hat und unterstützt mich genauso gerne auf Steady oder Patreon, damit ich das alles weiterhin machen kann. Für mehr hiervon schaut euch auf meinem Kanal um. Ich mache schon länger Videos und ihr findet sicher noch eines, das euch gefällt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.